öfter mal was Neues hier auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Da ihr die Formel 1 dann nicht mehr bei RTL im Free-TV verfolgen könnt, wollen wir es hier zumindest in der Analyse für euch free on YouTube präsentieren. Christian Nimmervoll ist natürlich auch am Start. Und ja, das erste Qualifying der Saison 2021 liegt hinter uns, Christian. Max Verstappen hat sich die Pole gesichert und diese kleine Favoritenrolle, die Red Bull da bei den Testfahrten eingenommen hat, untermauert. Aber wir beginnen natürlich mit dem Unglücksraben des Tages, aus deutscher Sicht, wie man so schön sagt, Sebastian Vettel. Ja, ich habe Sophie Sand getwittert heute. Seine Interviews in Grün sind die gleichen wie die Interviews in Rot, weil er nach Q1 Feierabend hatte. Sehr, sehr bittere Geschichte für ihn. Ja, absolut, sehr bitter. Vor allem deswegen, weil, glaube ich, und da bin ich unverbesserlich, wesentlich mehr für ihn drin gewesen wäre. Ich habe sehr genau beobachtet, als er für seinen letzten Run rausgegangen ist in diesem ersten Qualifying, und habe gesehen, wir Journalisten, muss man vielleicht dazu erklären, haben ja noch andere Timing-Screens als die, für die über die App und so weiter zur Verfügung stehen oder auch im digitalen Fernsehen. Und wir können tatsächlich alle 28 Minisektoren sehen, in die jede Runde unterteilt ist. Und Sebastian Vettel hat da losgelegt mit dem grünen ersten Minisektor, der da sagt persönliche Bestzeit und ist dann im zweiten, war also richtig flott unterwegs, und hat dann halt leider dieses Problem gehabt, was wir erst, der ist wegen der gelben Flaggen von Sainz runtergegangen, vom Gas. Sehr schade, hat sich ein bisschen widersprochen nachher mit der Aussage von Ottmar Safnauer. Der nämlich hat gesagt, er hat zwei gelbe Flaggen gehabt. Zuerst schon die mit Mazepin, glaube ich, war es, Kevin, in der ersten Kurve, der ja da zweimal gestanden ist gleich. Dann hätte er aber da nicht, Pinky, den tatsächlich nicht tangiert haben. Später Sainz dann aber schon und ist deswegen ausgeschieden. War davor auf Platz 13. Das ist natürlich nicht ganz das Gelbe vom Ei gewesen nach dem ersten Run. Aber ich glaube tatsächlich nach wie vor, Vettel und Aston Martin werden unter Wert geschlagen. Was ich nicht mehr glaube, ist, dass die in der Region Best of the Rest mitfahren, also wirklich unmittelbar hinter den beiden Top-Teams. Aber ich glaube, Q3 wäre im besten Fall schon drin gewesen. Was macht das jetzt deiner Meinung nach mit ihm, rein psychologisch? Werden da die ersten Erinnerungen an seine Ferrari-Zeit wach oder glaubst du, der kann das schon richtig einschätzen? Naja, sagen wir so, er hat schon mal glücklicher ausgeschaut als nach dem Qualifying oder so. Was die Körpersprache betrifft, und das widerspricht natürlich dem, was ich hier zusammen analysiere, wird es wirklich von Tag zu Tag ein bisschen schlechter bei Sebastian Vettel, das muss man schon sagen. Das Team Ottmar Safnauer, mit dem hatten wir auch die Gelegenheit zu sprechen nach dem Qualifying, sagt halt, es hat wirklich mit dieser Regeländerung im Heck zu tun. Denn Ottmar Safnauer behauptet, wir haben hier ja von der mechanischen Basis her zumindest, nicht von der Aerodynamik, aber von der mechanischen Basis das gleiche Auto, das hier noch vor ein paar Monaten den Grand Prix gewonnen hat. Und dass wir jetzt so weit zurückliegen, erklären die sich einfach so, dass dieses Loch, das da in den Unterboden reingeschnitten wurde, halt besonders die Autos, die einen Low Rake haben, also einen niedrigen, flachen Anstellwinkel. Der Red Bull steht ja eher so da, ja, und der Mercedes und der Aston setzen da auf ein anderes technisches Konzept, die stehen flacher. Und man glaubt bei Aston Martin, dass man von dieser Regeländerung einfach sehr, sehr hart getroffen ist. Das deckt sich übrigens mit der Aussage von Toto Wolff. Der sagt genau das Gleiche. Da müssen wir jetzt ein paar Rennen abwarten, glaube ich. Ich glaube, wie gesagt, trotz allem, Aston Martin ist eigentlich ein bisschen besser, als sie momentan dastehen. Stroll war ja auch on the verge of Q3, beziehungsweise war sogar drin. Dann halt letzter, ist auch seine letzte Runde ein bisschen früher als alle anderen gefahren. Das heißt, da hat er nicht die allerbesten Bedingungen, weil er nur noch einen Reifensatz hatte. Das ist nicht so schlecht, wie es aussieht, aber auch nicht so gut, wie vielleicht vom einen oder anderen insgeheim erhofft. Was kann Sebastian Vettel deiner Meinung nach morgen von Platz 18 noch erreichen? Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Prognosen im Bahrain sowieso immer, was, wir haben da zwei Rennen gehabt, Kevin, mit Grosjean-Unfall, ein bisschen chaotisch, wo dann am Ende ein Sergio Perez gewinnt, der letzter war nach der ersten Runde. Also ich glaube, da ist noch sehr viel möglich, gerade im ersten Rennen, wo auch die technischen Defekte drin sind. Wenn es natürlich ein statisches, langweiliges Rennen wird, dann wird es schwierig. Dann wäre, glaube ich, schon ein Pünktchen das höchste der Gefühle. Warten wir mal ab. Also ich glaube, die Prognosen, da müssen wir echt zurückhaltend sein heute. Ich habe ja hier so ein schlaues Notebook, ja, das habe ich mir ein bisschen bei Ted Kravitz abgeschaut. Da steht bei Mick zufrieden, glaubt, kann rankommen an andere Teams. Also in Wahrheit hat er nicht viel gesagt, was den Inhalt betrifft.
Er war nicht grundsätzlich unhappy. Seine erste Runde wurde tatsächlich dadurch, dass er jeweils hinter Mazepin auf die Strecke gegangen ist, einfach beeinträchtigt. Die zweite dann nicht mehr. Da hat er gesagt, die war so 95% von dem, was gegangen wäre. Sehr viel weiter nach vorne wäre er nicht gekommen. Und ziemlich klar ist, Haas hat die rote Laterne dieses Jahr. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Eins ist noch, das hat Nico Hülkenberg im übrigens sehr kompetenten Kommentar bei Servus TV auch mehrfach erwähnt. Der Haas ist seiner Meinung nach sehr windanfällig. Das bestätigt Mick. Der sagt auch, Wind tut uns ein bisschen mehr weh als anderen. Schauen wir nach ganz vorne. Red Bull Racing gegen Mercedes, der Kampf der Titanen, der sich anbahnt in dieser Saison. Und es kam genau zu diesem Showdown. Ich fand das Qualifying eh total aufregend, Christian. Ich bin immer noch ein bisschen hibbelig, voller Adrenalin irgendwie. Also es ist lange kein Qualifying gegeben, was mich so, wie sagt man so schön, on the edge of my seat gehalten hat. Aber das natürlich ganz vorne. Vier Zehntel Abstand von Max Verstappen auf Lewis Hamilton. Eine ganze Menge Holz. Ja. Ja. Muss man sagen, nach der ersten Q3-Runde war es ja noch relativ knapp zwischen den beiden. Da waren es gerade ein paar Tausendstel. Da hat aber Verstappen in der Pressekonferenz danach erklärt, auch das alles online und alles virtuell. Momentan hat er gesagt, da war einfach der Grip nicht so da, ist ein bisschen rausgerutscht teilweise und hat da einfach ein bisschen Zeit verloren. Das heißt, die zweite Runde, die war wesentlich repräsentativer, was sehr interessant war. Das ist ja auch die Frage, die wir so ein bisschen beantworten wollen. Ist das jetzt wirklich das wahre Bild, das wir da sehen? Ja, bei Red Bull war die Stimmung fantastisch. Max Verstappen hat man wirklich strahlen gesehen. Helmut Marko war sehr euphorisch. Also die sind wirklich super happy, weil das das erste Mal jetzt ist seit 2013, dass Red Bull beim Saisonauftakt auf Pole steht. Aber was fürs Kräfteverhältnis eigentlich mit am spannendsten war in der Analyse nachher, war die Medienrunde mit Toto Wolff. Denn der hat, das war ganz witzig, leider hat er gesagt, Jungs, macht bitte kein Foto davon. Aber er hat sein Handy mit Telemetriedaten reingehalten und uns gezeigt. Und darin hat man sehr schön erkennen können, dass Mercedes vor allem in der zweiten Hälfte der Runde jeweils, am Ende der Geraden, und da gibt es ja vor der letzten Kurve eine sehr, sehr lange, und da geht auf gut Deutsch gesagt dem Mercedes einfach ein bisschen die Puste aus. Ja? Also aus dem Energierückgewinnungssystem kriegen sie nicht die maximale Energie. Das schafft Honda viel besser und da gewinnt Verstappen am meisten Zeit. Grundsätzlich in den schnellen Passagen, auch ein bisschen in den schnellen Kurven. Das scheint wohl die Schwäche vom Mercedes aktuell zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein realistisches Bild ist, das wir da haben. Wie das dann morgen ist im Rennen, das ist die andere Frage. Wurde Toto Wolff von einem Kollegen natürlich auch gefragt, wie sieht das denn jetzt im Rennen aus mit diesem D-Rating? Habt ihr da das Problem auch? Weil da wird es ja wahrscheinlich nicht besser werden. Da hat er gesagt, habe ich mir wörtlich zitiert, da ist es ein anderes Problem, aber auch ein Problem. Was das jetzt genau bedeutet, kann ich ehrlich gesagt sagen, hast immer in der Qualifying-Runde natürlich den ganzen Saft drin. Im Rennen teilst du dir das ein bisschen anders an. Also ja, aber klar ist, das sind die beiden vorne, die sich den Sieg untereinander ausmachen. Das kann man jetzt schon sagen. Interessant vielleicht auch noch zu erwähnen, bei Mercedes, Valtteri Bottas, der hat im Q3 ja nur noch einen Reifensatz gehabt, hat sich da auch ziemlich geärgert. Die haben einen zu viel schon in Q1 verballert, der hat am Ende gefehlt und trotzdem war er relativ nahe dran. Also schauen wir mal, wird spannend. Ich kann mir schon vorstellen, dass Mercedes vielleicht im Rennen noch ein bisschen mehr hat. Ein Gefühl, das mich sehr stark beschleicht, ist, dass dieser Honda-Motor, der neue, einfach eine echte Granate ist. Und ja. So, und wenn wir beim Motoren sind, Kevin, leite ich mir selbst über zum Thema McLaren. Das war nämlich auch sehr interessant. Andreas Seidel hat für mich, du hast ja ein paar Mal erwähnt schon in den letzten Podcasts und Videos, die wir gemeinsam gemacht haben, die haben immer so gegrinst. Ja. Und das war auch so. Also die haben sehr viel Zuversicht ausgestrahlt. Heute hat Andy Seidel nicht mehr so gegrinst und gestrahlt, obwohl die Positionen mit 6 und 7 ja ganz okay sind. Habe ich ihn direkt darauf angesprochen, habe ich gesagt, lieber Andreas, irgendwie wirkst du ein bisschen niedergeschlagen. Da sagt er, nein, es entspricht genau unseren Erwartungen. Der Eindruck täuscht dich. Ehrlich gesagt, ich glaube ihm das nicht. Wie siehst du es bei McLaren? Ich bin auch heute ein bisschen wackelig gewesen, weil ich habe das dritte Freitraining auf Sky gesehen und da war er im Interview mit Ralf Schumacher und Peter Hardenacke, glaube ich. Und du hast schon gemerkt, dass er so ein bisschen anders war als die Tage zuvor und als letzte Woche bei den Testfahrten auch. Also ich glaube schon, dass sie ein bisschen enttäuscht waren, dass vor allem Ferrari halt vor denen reingekommen ist. Also ein Ferrari zumindest. Und in Q2 gab es ja diese Hammer-Session plötzlich am Ende, wo Sainz auf 1 war und Leclerc auf 2 war mit einer 1,30er, wo mir die Augen aus dem Kopf gefallen sind, weil ich dachte, wow, haben die das jetzt hergeholt? Softe Reifen hin oder her, trotzdem haben sie diese Zeit dahingesetzt. Das hat McLaren da so nicht geschafft. Und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, dass. Und das merkst du ja auch, Christian. Ich glaube, das ist dir, glaube ich, auch aufgefallen. In den letzten Jahren wäre McLaren nicht ins Q2 gegangen auf Medium-Reifen.
Genauso wie AlphaTauri. Das heißt, die merken, aha, da ist Leistung, das wollen wir abrufen. Also wollen wir uns auch auf Medium qualifizieren, was natürlich für das Rennen die bessere Position bietet. Wenn jetzt aber natürlich diese ganzen Spielchen nicht aufgehen und du merkst, oh, da fehlt doch was an Performance, dann bringt dich das natürlich ins Zweifeln. Andererseits glaube ich auch, und du kennst Andreas Seidler jetzt auch schon ein bisschen länger und hast ja schon öfter mit ihm auch gesprochen, das ist natürlich ein Perfektionist, der möchte das bestmögliche Ergebnis haben. Und für meine Begriffe haben sie nicht das Bestmögliche da rausgeholt heute. Das ist aber nur meine Meinung. Ja, war, also ich fand auch ein bisschen überraschend, dass natürlich Daniel Ricciardo am Ende vor Lando Norris stand, und das ist auch ein Indiz, das so ein bisschen bestätigt, was du sagst, weil Norris war eigentlich sehr gut im Groove, fuhr tatsächlich so auf Kurs eine der ersten beiden Reihen, würde ich mal sagen. Ja, das unterstreicht das schon. McLaren, ich glaube, dass sie tatsächlich ungefähr dahin gehören, wo sie jetzt stehen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht wäre noch ein bisschen mehr gegangen, wenn man auf die Zeitentabelle aber schaut, auf Leclerc haben doch 3 Zehntel gefehlt. Also, Gasly wäre vielleicht in Reichweite gewesen. Ja, schauen wir mal. Ist ein solider Start und muss man auch ganz klar sagen, Platz 6 und Platz 7, das ist jetzt nichts Schlechtes. Vor allem für ein Team, das ja einen neuen Motor im Heck hat. Zwischendrin, Kevin, bevor wir zum nächsten Thema gehen, entschuldigen wir uns für Ton- und Bildprobleme, die offenbar viele User leider haben. Das ist für uns die Premiere, wo wir das zum ersten Mal live machen. Wir haben das nicht groß angekündigt, genau weil wir ein bisschen das Gefühl hatten, dass technisch da vielleicht was streiken kann. Ich hoffe, man sieht es uns nach. Wir machen jetzt trotzdem erstmal unbeirrt weiter. Genau, und kommen dann zu Honda Teil 2 in dem Sinne und auch Red Bull Teil 2, weil AlphaTauri hat heute mal richtig einen in den Sand gesetzt, aber positiv, ne? Die haben nichts in den Sand gesetzt, sondern in die Wüste ihre Spur gesetzt. Yuki Tsunoda, also in Q2, auch er mit einer wahnsinnig guten Leistung. Oder war es sogar Q1? Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall diese magische Runde von Yuki Tsunoda, die mich auch wirklich sehr erstaunt zurückgelassen hat. Und am Ende Pierre Gasly, der sich auf Platz 5 qualifiziert hat. Am Ende Yuki Tsunoda, ich schaue gerade mal hier auf Formel1.de, der hat es dann ja nur auf Platz 13 geschafft. Also war es in Q1 mit der schnellen Runde und in Q2 ist es dann abgeflacht. Aber trotzdem, der Honda-Motor scheint extrem gut zu laufen, was AlphaTauri sehr zugutekommt. Ja, absolut. Gasly hat ja auch echt da vorne mitgemischt, ist dann auch noch von Leclerc überholt worden im letzten Run. Ich glaube, der war sogar Dritter vor seinem letzten Versuch, wenn ich mich recht entsinne. Also da ist richtig, richtig Potenzial drin in diesem Auto. Was natürlich bitter war aus Red Bull-Sicht, war, dass sie sich einfach mit den Reifen ein bisschen verzockt haben bei den sozusagen jeweils zweiten Fahrern. Sowohl Tsunoda als auch Perez, also Sergio Perez, da habe ich nicht selbst im Online-Meeting mit ihm gesprochen, aber Kollegen, der hat gesagt, er tut sich einfach noch ein bisschen schwer, wenn der Wind sich ständig verändert, dass er da einfach das Auto richtig einschätzen kann, weil er hat dem Team wohl gesagt, ich traue mir zu, dass ich hier noch 3 Zehntel raushole und dann wäre es mit den anderen Reifen auch gegangen. Das hat er dann aber halt nicht geschafft. Dr. Marco sagt deswegen im Nachhinein, es war ein Fehler, da waren sie ein bisschen zu optimistisch. Aber Perez weiß ja, ich erinnere an letztes Jahr, wie man in Bahrain auch vor weiter hinten gewinnt. Ich glaube, dass da bei ihm noch nicht so viel verloren ist. Und bei Tsunoda würde ich sagen, war das einfach die Unerfahrenheit. Spricht aber für sein Selbstbewusstsein, dass er gesagt hat, bring it on. Ich gehe da auch mit den harten Reifen, weil ich möchte mir den Vorteil schon sichern. Letztendlich hat es halt nicht ganz gereicht. Für einen Rookie denke ich völlig okay. Ja, absolut. Also das ist halt was, was die Teams und was die neuen Fahrer auch lernen müssen, sich da auch so einzubringen. Und ja, ich finde es tatsächlich auch gut, dass Dr. Marco da relativ offen mit umgegangen ist und gesagt hat, ja, look, wir machen auch Fehler, das gehört halt dazu. Ganz, ganz spannend übrigens noch im Zusammenhang mit Tsunoda, Kevin, habe ich hier auf meinem Notizzettel beinahe übersehen. Andy Seidel hat gesagt, als er die Zeit von Tsunoda, die du angesprochen hast, in Q1, als er auf Platz 2 gefahren ist, gesehen hat, it was a bit of a shocker. Also in dem Moment haben die nicht geglaubt, dass sie die Zeit von Toro Rosso matchen können. Das hat sich dann halt ein bisschen relativiert, im weiteren Verlauf des Qualifyings. So, und dann ja, müssen wir natürlich auch über Ferrari sprechen. Also die Wiederauferstehung der Pferde feiern wir ein Stück weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade schon diese Q2-Zeiten angesprochen, als Carlos Sainz, der erst gesagt hat, Engine has stopped. Und dann war aber Engine wieder voll am Laufen und hat dann auch mal eine richtig gute Zeit dahingelegt. Und am Ende steht Platz 4 für Charles Leclerc, Platz 8 für Carlos Sainz. Ja, also man kann tatsächlich sagen, die Leistung ist immerhin schon mal wieder da.
Ich glaube immer noch, dass die besser aussehen, als sie wirklich sind, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber da haben wir auseinandergehende Meinungen. Interessant, was die Fahrer dazu gesagt haben, denn die haben sich komplett konträr geäußert. Also erstmal war ja spannend, dass Sainz eigentlich das ganze Wochenende in den freien Trainings ein bisschen schneller wirkte als Charles Leclerc, was mich ehrlich gesagt sehr überrascht hat. Nach dem Qualifying sagt dann Charles Leclerc nicht zufrieden, er hat das Auto überfahren, steht aber trotzdem auf Platz 4 und das nur weniger als eine Zehntelsekunde sogar hinter Bottas. Also ein Ergebnis, mit dem die, glaube ich, selbst nicht gerechnet haben. Bei Sainz war eben diese Situation, die wir schon angesprochen haben, im Kontext Vettel, als ihm, er hat es auf den Motor zurückgeführt, stand jetzt, weiß ich noch nicht genau, was da übrigens technisch los war. Das Auto scheint sich aber irgendwie selbst repariert zu haben, fuhr dann zurück in die Box und er sagt, er war dann in Q3, als es wirklich um die Wurst ging, weil er konnte ja dann weiterfahren, ein bisschen zu vorsichtig. Also genau die entgegengesetzten Aussagen bei den beiden. Der Vorsichtige war aber weiter hinten, der steht auf Platz 8. Was glaube ich im Übrigen ungefähr das ist, wo ich Ferrari gesehen habe. Leclerc ist ein bisschen weiter vorn. Das fällt mir jetzt noch schwer, wirklich einzuordnen. Mein Gefühl, wie gesagt, Ferrari boxt ein bisschen Übergewicht, auch weil ich glaube, dass eben wir von Aston noch nicht alles gesehen haben, dass McLaren vielleicht nicht alles gezeigt hat, auch wenn sie sagen, dass sie ganz zufrieden sind. Genau. Ich boxe auch noch Übergewicht, aber bald nicht mehr. Tun wir ja beide. Alpine, Fernando Alonso auf Platz 9. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Christian, und da würde ich gerne auch deine Meinung zuhören, das war schon der Alonso-Effekt. Das hatte wenig mit dem Auto zu tun, meiner Meinung nach. Ja, Ocon muss man ein bisschen in Schutz nehmen, ist ja schon in Q1 rausgeflogen, sagt aber, er ist auch in die Sainz-gelbe Flagge reingefahren, hätte sonst vom Delta her eine halbe Sekunde auf dem Tacho noch gehabt. Das heißt, der wäre auch weitergekommen, daher ist das Duell nicht ganz vergleichbar, aber man hat schon gesehen, typisch Fernando Alonso Killerinstinkt, der kam einfach wieder raus, als es dann um die Wurst ging im Qualifying. Was Alonso nachher gesagt hat, war, ihm fehlt noch ein bisschen das Vertrauen ins Heck des Autos, da ist er noch ein bisschen angestaubt. Und mit dem Management der Bremstemperaturen. Die musst du ja gerade auf einer Strecke wie Bahrain, wo du sehr viele harte Bremszonen hast, zum Beispiel erste Kurve oder auch letzte Kurve oder auch die dritte Kurve nach der großen Unfallstelle, da gibt es ein paar sehr, sehr harte Bremszonen. Da hat er auch noch seine Schwierigkeiten, dass er die wirklich im perfekten Fenster immer hat. Aber ja, Platz 9, was heißt, da kann er zufrieden sein? Da kann er natürlich vom Ergebnis nicht zufrieden sein, weil Fernando Alonso ist zurückgekommen, um nochmal Rennen zu gewinnen. Also davon sind die sehr weit weg bei Alpine. Aber wenn man so rein ihn an der Performance misst, muss man sagen, das schaut ganz gut aus. Ich finde auch, Christian, wenn wir das Qualifying und das Ergebnis mal im Gesamtkonstrukt betrachten, gerade so die Entfernung von der Spitzengruppe hin zum Mittelfeld, das ist schön eng beieinander. Und ich finde, das ist eigentlich toll zu sehen, dass ganz offensichtlich dieses Beschneiden des Unterbodens und die Neuorientierung mancher Teams dafür gesorgt hat, dass man tatsächlich das Feld zumindest für das erste Rennen, zumindest für das erste Qualifying näher zusammengerückt hat. Sieht danach aus, ja, weil es gibt echt, ich habe die Ergebnisliste hier auf einem meiner vielen Monitore, wenn ich mir die so anschaue, muss man sagen, Perez auf Platz 11 gehört weiter nach vor, Tsunoda auf Platz 13 gehört weiter nach vor. Also eigentlich so, wir haben 12, 13 Autos, die wirklich sehr, sehr eng, also klar, es sind Mercedes und Red Bull vorneweg, aber dahinter liegt so bis Platz 12, 13, 14 echt alles sehr eng beisammen. Was wirklich nach hinten einfach abfällt, sind Williams und Haas, genauso wie wir es vorher gesagt haben. Alles andere, ja, funktioniert gut. Und ich bin gespannt noch mit Nummer, das muss man auch immer mit einem Fragezeichen versehen. Wir sind bis jetzt nur im Bahrain gefahren, ja, sowohl beim Test als auch jetzt am Rennwochenende. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auf einer anderen Rennstrecke dann mal auswirkt. Also da bleiben einfach noch Fragezeichen. Das war die letzten Jahre immer so, weil Melbourne war aus anderen Gründen nicht unbedingt ein repräsentativer Gradmesser. Jetzt haben wir halt die Geschichte. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, es ist richtig spannend und ich würde mir nicht, ich habe mir schon öfter mit Wetten mit dir die Finger verbrannt, Kevin, ich würde mich echt nicht wetten trauen, wie das morgen ausgeht. Ich glaube schon, Verstappen wirkt wirklich sehr stark, sehr zuversichtlich, war super happy bei Red Bull, da, die sind richtig energized, würde man sagen im Englischen, also elektrisierend, wie die drauf sind, wie die sich freuen. Ich traue denen schon zu, dass die das Ding morgen gewinnen, aber ein Selbstläufer wird das nicht. Mercedes ist sehr stark, Bottas, wenn er einen guten Start hat vom dritten Platz, ja, morgen ist ein bisschen Sandsturm übrigens vorhergesagt, auch in Katar, nicht so weit weg, wo Motorrad gefahren wird. Dann ist sehr schnell mal die Ideallinie ein bisschen sauberer als die andere. Dann kannst du auch vielleicht vom dritten Startplatz besser starten als vom zweiten.
Vielleicht haut Gasly einen Kilo Start raus und fährt da plötzlich auf Platz 2, 3 mit. Also es kann wirklich extrem viel passieren. Ich bin sehr gespannt, wie es morgen ausgeht. Klar ist erstmal für den Moment, die kleine Dose hat das große Monster geschlagen. So, und wir sind gespannt auf das, was morgen passiert und werden das Ganze natürlich beobachten. Ihr könnt es im Live-Ticker auf Formel 1 und dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ja, wir werden das Ganze mit diesem Live-Video nochmal ein bisschen perfektionieren und dann natürlich für uns peu à peu auch steigern. Das war ein erster Versuch, ähnlich so unser Shakedown eigentlich in dieser Hinsicht, ne? So ist es. Und deswegen hoffen wir,